Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Reaktion. Wir reagieren heute auf einen Vorschlag von euch auf meinem Discord und zwar YouTube-Kacke-Depressionscoaching. Ja, das ist genau das, was Stefan und ich gebraucht haben. Starten rein, let's go. Okay, danke. Gucken, ob wir heute noch was lernen können. Wir bemessen dich. Ich bin in mich auch. Oh Mann. Ja, es fängt schon wieder mit der besten Soundkulisse ever an. Ist denn da jetzt drunter eine Flasche oder ist das jetzt... Ja, das ist halt so ein bisschen, ne? Das heißt eigentlich, ja. Müsste da drunter irgendwie ein Behältnis auf jeden Fall mal sein. Richtig. Junge, wie sie einfach dabei guckt. Ich kaufe sie auch einfach 1:1 ab, ne? Ich kaufe sie einfach ab. Digga, beeindruckend. Die hat richtig Druck auf den Tank, Alter. Oh Mann. Das heutige Thema ist die persönliche Schwanzanhebung. Kannst du kurz furzen? Junge, was ist denn das, Digga? Ich will jetzt wirklich nicht sagen, aber das sah einfach legit aus, ne? Das sah legit aus. Es sah wirklich legit aus. Und vor allem, wie gut es auch auf dieser Bühne klappt, diese Abstimmung zwischen den beiden. Das ist ein so krass eingespieltes Team. Also ich glaube, da brauchst du Jahre für, dass du so gut deine Rolle machst. Holy shit. Danke. Nun ja, jetzt fühle ich mich anders. Sehr viel oh, leichter. Oh, komm schon! Oh, Mann, ey. So, dass ich dicht bin, wisst ihr, ihr Spasten. Denn ich habe Heroin gezogen. Oh. Es ist sehr häufig, dass dies geschieht. Wenn man Menschen in seinem persönlichen Umfeld hat, wie soll man mit dieser Situation umgehen? Keine Ahnung. Panik? Welche praktischen Tipps hast du jetzt persönlich? Oh, ihr Lieben, alles Drückende und Schwere könnt ihr in euch speichern, aufnehmen. Weil eure Eltern euch nicht erwünscht haben, werdet ihr im Verlaufe eurer Entwicklung in regelmäßigen Abständen geschlagen. Denn darum seid ihr hier, ihr Lieben. Nicht angenehm. Stellt euch vor, es dient nur eurem höchsten Wohl. Lol. Ja, also ich weiß gerade nicht, in welche Richtung sich das Ganze hier entwickelt. Ja, interessante Facts, die hier gesagt werden. Kann ich irgendwo relaten? Und das LOL hat mir tatsächlich auch gefallen. Aber man muss, also die Stimme ist ein bisschen schwierig. Die Stimmlage ist ein bisschen schwierig. Ja, das ist es auf jeden Fall. Und auch wie sie redet, ich fühle mich irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, schwierig. Diese Hebel nehmt ihr dann zu euch. Und die braucht ihr auch. Denn ihr seid Opfer. Opfer und Opferinnen. Auch eure Familie. Danke. Danke dafür. Familienmitglieder. Aber ihr habt die Möglichkeit, euch selbst umzubringen. Das ist eine letzte Maßnahme, eine große Chance, aber auch eine Herausforderung. Gestört. Und kann man diese Aufgabe auch den Partner oder Familienangehörigen übertragen? Nein, das ist mir jetzt wirklich zu dumm. Okay. Also, wie war das mit dem eingespielten Team? Ja, guter Punkt. Also klar kann man das auch nicht seinen Familienangehörigen übertragen, diese Aufgabe. Aber ich finde es interessant, dass sie das als Chance betitelt hat. Weiß ich jetzt nicht. Wir erleben gerade eine Katastrophe. Wunderbar. Ihr seid ganz gestresst. Jetzt ist es an der Zeit, euch erst einmal geistig zu peinigen.
Kannst du uns erklären, was darunter konkret zu verstehen ist? Danke, das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ich brauche da bitte ein Beispiel zu, damit ich das auch so in die Tat umsetzen kann. Nun ja, gerade eben habt ihr auf schlecht behandeltes Tierfleisch unaniert in der Gruppe und habt deutlich gespürt, ihr seid nicht wichtig. Aber ihr Lieben, ihr seid gekommen. Und da ist es so, dass ihr euch mit Sperma umhüllen sollt, den ganzen Körper, und sendet es durch eure Hände in euer Getränk. Was? Ich glaube, ich bin im falschen Kurs, Alter. Ich glaube, ich fühle mich auch gerade so, als hätte ich mich einfach mal in der Tür geirrt. Ja? Weil das kann nicht der Kurs sein, den ich gebucht habe. Also, ich weiß auch nicht ganz genau, was das jetzt mit geistiger Peinigung zu tun hat. Ich verstehe den Zusammenhang, den Kausus nicht. Sagt man das so? Also ich glaube, es klingt auf jeden Fall richtig. Okay, perfekt. Stellt euch vor, diese Substanz dringt von oben in eure Speiseröhre und von unten fickt euch Mutter Erde. Was? Wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich mir das jetzt vorstelle. Ich weiß es nicht. Es ist gerade echt sehr, sehr schwierig. Wahrscheinlich fickt uns Mutter Erde. Danke dir, Digga. Das kennen schon die Kleinsten. Oder? Was sind denn die Folgen für die Menschen, die sich nicht bewusst mit diesem Thema auseinandersetzen? Es ist euer Geburtsrecht, auf solche Menschen einzutreten, die Empfindsameren von euch abfackeln zu lassen, Landwirte und Gemüsebauern zu berühren und zu sagen, ich möchte wachsen können, wenn Depressionen auftauchen. Ich halte es schon gar nicht mehr aus. Schau mal, mein Schwanz ist ganz hart, es gibt Druck. Da möchte ich mich doch mit einem großen Strahl erleichtern. Wenn solche Reden nichts fruchten, dann bittet darum, euch von eurem minderwertigen Leben zu befreien. Scheiße, Alter. Jetzt habe ich schon wieder Panik, wenn ich das nächste Mal einen Landwirt treffe und ihm das sage. Ich weiß nicht, wie ich ihm das erklären soll. Oh Mann. Ihr werdet wirklich Schmerzen erleiden, die nicht gut tun. Ja, euer Essen wird vergiftet. Eure Augen werden ausgestochen, ihr Lieben. Was? Warum denn? Genossen, bildet Gruppen. Es ist höchste Zeit, Widerstand in euch zu erschaffen. What the fuck? Also das war giga-verstörend. Das war wirklich einfach nur giga-verstörend. Und daraus das Video, oder? Ja, geil, kann ich wieder in den Titel schreiben. Eine der verstörendsten YouTube-Kacke-Videos, die Stefan und ich je gesehen haben. Das wird ein Träumchen. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Alles wie immer unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn euch die Reaktion gefallen hat, würde ich mich natürlich auch sehr über den Like, den Abonnement und den Kommentar freuen. Schreibt mir gerne wieder neue Vorschläge in die Kommentare oder auf meinem Discord-Server. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.